Nein, ihr zwei, heute seid ihr nicht im Mittelpunkt. Das müsst ihr einfach verstehen. Denn heute steht im Mittelpunkt Buddy. Und wenn ihr mehr über den Ventura 611 wissen wollt, dann bleibt dran und seid gespannt. Schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Ich bin Ingo von Living to Travel und im heutigen Video möchte ich euch den Buddy, den Ventura 611, vorstellen. Ich besitze dieses Fahrzeug seit Ende Oktober 2021 und habe jetzt die ein oder andere Erfahrung mit dem Fahrzeug machen dürfen. Und dieses Video ist schon lange überfällig, denn der ein oder andere hat mich doch gebeten, mal ein wenig von dem Ventura 611 ja, zu erzählen und vorzustellen. Und das tue ich mit diesem Video. Ich stelle euch dieses Fahrzeug so vor, wie ich es mir mit dem Händler meines Vertrauens, und an dieser Stelle sei gesagt, liebe Grüße an den Herrn Hösch von GH Camper aus Weißenhorn. Ja, wie ich es quasi mit ihm zusammen erarbeitet habe, so dass meine Bedürfnisse befriedigt werden mit dem Fahrzeug, so stelle ich euch dieses Fahrzeug vor und werde im Anschluss erstmal mit euch um das Fahrzeug herumgehen. Aber bevor wir das tun, kurze Rahmenbedingungen, oder besser gesagt, kurze Informationen über das Gesamtfahrzeug. Der Ventura 611 ist als Basisfahrzeug der Fiat Ducato 2,3 Liter 160 PS mit dem 9G Automatikgetriebe. Ich bin total begeistert, was dieses Getriebe angeht. Ich bin froh, dass ich mir den Automatik ausgesucht habe und keinen Schaltwagen mehr fahre. Es ist schon viel mehr Fahrkomfort. Das Fahrzeug selber hat gewisse Maße, die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Und zwar ist das Fahrzeug circa 2,5 Meter breit. Es ist circa 6 Meter in der Länge, 5,99 gemäß Händlerangaben. Und mit der Anhängerkupplung, die ich hinten noch angebaut habe, etwas länger sogar. Und in der Höhe hat es die Maße circa 2,60 Meter. Viel interessanter ist ja vielleicht für den einen oder anderen, die Stehhöhe in dem Fahrzeug beträgt 1,90 Meter. Ich bin 1,85 Meter und ich komme wirklich ganz gut damit zurecht. Die Breite des Innenmaßes des Fahrzeugs kann ich gar nicht genau sagen, aber aufgrund der Dämmung und Verschalung und etc. pp. Liegt so circa 1,85, 1,87, also knappe 1,90 Meter. Ja. Was vielleicht auch noch interessant ist, um das gleich mal vorab zu nehmen oder vorwegzunehmen, ist, was ist denn der durchschnittliche Verbrauch, den ich jetzt so erfahren habe in der Zeit, in dem ich das Fahrzeug gefahren habe? Ich habe jetzt eine größere Tour von über 3.500 Kilometer hinter mir, und dort ist es so gewesen, Landstraße und Autobahnen, habe ich einen durchschnittlichen Verbrauch angezeigt bekommen von 8,8 Liter. Also wenn wir bei 9 Liter rechnen, liegt das gar nicht mal so verkehrt. Ist gar nicht so schlecht bei den Dieselpreisen. Im Stadtverkehr verbraucht er natürlich etwas mehr, aber das ist ja üblich bei den Fahrzeugen. Es gibt Fahrzeuge, die durchaus mehr verbrauchen, und das bei diesen Dieselpreisen heutzutage ist es wirklich nicht mehr rentabel. Ja, ich denke, ich habe erstmal soweit alles gesagt. Und jetzt gehen wir mal um das Fahrzeug herum. Und da sind wir auch schon. Ich nehme euch jetzt mal mit
und lade euch ein, dass wir um das Fahrzeug herumgehen und ich euch ein wenig vorstelle, was ich dann in dem Fahrzeug so für mich mit bestellt habe. Wir haben hier unten erstmal die Trittstufe, elektronisch ausfahrbar und einfahrbar. Die ist serienmäßig dabei und die wird auch automatisch eingefahren, sobald man das Fahrzeug startet. Des Weiteren habe ich hier im Bereich des Eingangs mir ein sogenanntes Fliegengitter-Mückenschutz einbauen lassen. Und obendrauf, hier in dem Bereich, habe ich eine sogenannte Rain Drain mit einer LED-Außenbeleuchtung. Dann habe ich mir eine Thule Markise anbringen lassen. Ja, der eine oder andere benötigt so etwas nicht, aber ich habe es ganz gerne. Auch wenn es mal regnet, dann fahre ich sie schon einfach mal aus. Dann haben wir hier im hinteren Bereich auf der rechten Seite den Einlass für das Frischwasser und im hinteren Bereich auch nichts Besonderes. Ich habe mir eine Rückfahrkamera einbauen lassen und zusätzlich noch unten die Anhängerkupplung. Gleich im hinteren Bereich haben wir den Anschluss für unser Landstrom. Was für mich ausschlaggebend war, ist, dass ich auch ein Aufstellfenster habe für das Bad. Und hier unten haben wir die Serviceklappe in dem Bereich und den Auslass von der Truma Dieselheizung. Ja, das Fahrzeug besitzt eine Dieselheizung. Und was interessant und wichtig ist, über diesem Auslass befindet sich auch das Aufstellfenster. Und dazu werde ich gleich mal das Aufstellfenster öffnen, um euch zu zeigen, wie man sicherstellt, dass eben halt keine Abgase von der Dieselheizung dem Auslass ins Fahrzeug gelangt. Was ganz schön ist bei der Serviceklappe ist, dass die beim Öffnen sich automatisch an der Karosserie festhält. Da sind nämlich Magnete eingebaut. Ja, und ansonsten ist es standardmäßig einfach die Chemietoilette. Dennoch mal kurz zu der Sicherheit im Fahrzeug bezüglich der Dieselheizung. Sollte das Fenster während des Betriebs der Dieselheizung geöffnet werden, dann schaltet hier dieses Relais und die Dieselheizung wird ausgeschaltet. Somit ist sichergestellt, dass keine Abgase der Dieselheizung ins Fahrzeuginnere gelangen. Des Weiteren ist das Fahrzeug ausgestattet mit 16 Zoll Aluminiumfelgen und ich habe auf diesem Fahrzeug mir Ganzjahresreifen montieren lassen. Was ich vergessen habe anzusprechen, ja, ist hier auf der linken Seite in Fahrtrichtung befindet sich auch das Ablassventil für das Grauwasser. Ja, und das war schon alles, was ich euch so sagen und vorstellen konnte um das Fahrzeug herum. Falls ich was vergessen haben sollte, dann lasst es mich wissen, indem ihr die Kommentare benutzt und ich versuche es dann im Nachgang zu beantworten. Hier draußen wäre, glaube ich, alles gesagt und ich lade euch jetzt ein, wenn ihr noch Lust habt, mit mir ins Innere von Buddy zu gehen und euch dort weiter dem Ventura 611 vorzustellen. Also, packen wir's, gehen wir rein. Ja, jetzt befinden wir uns im Inneren des Fahrzeugs in Buddy, den Ventura 611. Und wir beginnen hier vorne mal mit dem Fahrerhaus bzw. den Fahrer- und Beifahrersitzen. Das sind nämlich die Pilotensitze, die beide auch höhenverstellbar sind. Auch die Lehnen in diesem Bereich auf beiden Seiten
sind ebenfalls höhenverstellbar. Ja, und dann haben wir hier, oder habe ich mir in diesem Fahrzeug auch die sogenannten Verdunklungsrollos einbauen lassen für jeweils die Seitenscheiben und die Windschutzscheibe. Und das ist wirklich angenehm, denn bei Sonneneinstrahlung nimmt das doch schon die ein oder andere Wärme weg. Ja, und ich denke, das sollten wir unseren Zuschauern mal draußen zeigen. Oder was meint ihr? Denn die beiden haben ja vorhin schon geschimpft, dass sie heute eventuell nicht mit aufs Video kommen. Und ja, ich denke, ihr könnt mir jetzt dabei helfen. Und schaut, schon schwuppdiwupps, seid ihr doch mit auf dem Video. Ne? Das ist Captain Konstantin, unser Huhn. Und auch Navigator und Mona, unser Monchichi. Und die beiden werden mir jetzt helfen, ja, euch mal kurz darzustellen, wie das aussieht mit dem Verdunklungsrollos. Und dazu sage ich 1, 2, 3. Wow, das ging fix. Also ihr beide, danke dafür. Ja, so sieht es jetzt aus mit dem Verdunklungsrollos. Ja, und ich denke, damit das hier nicht so dunkel im Fahrzeug ist, bauen wir das auch gleich wieder um. Und die beiden werden mir wieder helfen. Und wir machen das gleiche nochmal. Also, 1, 2, 3. Ja, Wahnsinn. Boah, sind die schnell. Und ich glaube, ich habe die ein wenig überfordert bei den Temperaturen damit. Jungs, seid mir nicht böse. Ich nehme euch wieder aus die Sonne heraus, setzt euch in Schatten, erholt euch, aber danke dafür. Ja? Ja, wunderbar. Machen wir weiter im vorderen Bereich. Ich habe mir zwei Aufbaubatterien einbauen lassen. Eine wäre serienmäßig dabei gewesen, die zweite habe ich mir dazu bestellt. Die befindet sich direkt unterm Fahrersitz, sind allerdings noch AGM-Batterien. In Zukunft werde ich sicherlich auf Lithium-Ionen umsteigen. Des Weiteren habe ich mir noch das DAB-Radio einbauen lassen, was ich gleichzeitig über CarPlay für die Navigation benutze und die Heckkamera mit verbunden ist, die Rückfahrkamera. Hier über dem Fahrerbereich und Beifahrerbereich haben wir noch Stauraum. Das kann ich euch gleich noch mal zeigen. Dann wären wir in diesem Bereich eigentlich so gut wie durch und machen weiter im Bereich der Dinette. Dinette, ja. Hier in diesem Bereich haben wir ganz normal, wie üblich, unseren Tisch, die Sitzgruppe. Unter dieser Sitzgruppe befindet sich auch die Dieselheizung. Und auch die E-Net-Box, das ist etwas, was ich mir habe einbauen lassen, dass ich meine Truma-Heizung, das Bedienpanel, zeige ich euch gleich noch im Nachgang über meine App steuern kann, sowohl als Bluetooth und auch mit der SIM-Karte. Des Weiteren haben wir hier in diesem Bereich eine sogenannte Service-Klappe und hier haben wir die Möglichkeit, für den Wasserboiler im Winter, wenn notwendig, das Wasser abzulassen. Und dasselbe wird passieren bei einer Temperatur von plus 3 Grad. Öffnet sich das Sicherheitsventil und der Boiler läuft leer. Was ist noch im Bereich der Sitzgruppe zu erwähnen, wir haben die Möglichkeit, wenn wir mit 4 Personen im Fahrzeug fahren würden, ein bisschen mehr Komfort zu schaffen, indem wir die Sitzgruppe auseinanderziehen würden. In dem Bereich käme jetzt noch ein Schaumstoffkissen in der gleichen Farbe wie die Sitzgruppe, der Stoff ist. Wenn man jetzt noch den Tisch verräumt und verstaut, dann hat man richtig Beinfreiheit und Komfort.
Was ist zum Tisch zu erwähnen? Am Anfang war ich schon ein wenig skeptisch, ja, ob die Tischbreite für mich ausreichend ist, aber im Nachgang kann ich sagen, ist völlig ausreichend. Ich kann auch wunderbar dran arbeiten, meine Videos schneiden etc. pp. Und was der Tisch auch noch hat, ist ein zusätzlicher Beistelltisch, den man je nach Bedarf so aufstellen kann, dass man eben halt noch mehr Abstellfläche hat. Besonders geeignet auch für den zweiten Pilotensitz. Gell, ihr zwei, weil ihr habt schon kurze Arme und kurze Beine. Dann kommt ihr nicht direkt an den Tisch ran, gell? Ja, dann haben wir unser Aufstellfenster. Alle Aufstellfenster sind mit Fliegengitter, Moskitonetz und auch natürlich Beschattung versehen. Und über der Dinette befindet sich noch ein großes Dachfenster, was Ventura verbaut hat. Und das muss ich. Und so langsam wird es auch richtig warm hier im Wagen. Aber nichtsdestotrotz machen wir weiter. Jetzt habt ihr das Fahrerhaus gesehen, den Bereich der Dinette. Und jetzt machen wir weiter mit dem Bereich, ja, der Küche. Und vielleicht gleich im Anschluss mit dem Bad. Schauen wir mal. Seid gespannt. Der Küchenbereich, da sind wir schon. Ja, ich habe hier im Bereich der Küche, wie soll es anders sein, einen 2-Flammen-Gaskocher mit Piezo-Zündung. Doch was ist erwähnenswert hier zu sagen? Nur noch hier benutze ich Gas. Darum habe ich eben halt keine 2 11-Kilo-Flaschen mehr dabei. Die muss ich nicht mehr mit mir rumfahren, sondern ich besitze nur noch eine 2,75-Kilo-Flasche im hinteren Bereich. Das zeige ich euch später. Für das Kochen und nur noch für das Kochen. Denn auch warm Wasser und nicht nur die Heizung läuft über die Dieselheizung. Und hier das leidige Thema für uns Männer, denke ich, ist die Spüle zum Abwaschen. Wir haben genügend Abstellflächen, auch in diesem Bereich. In diesem Bereich befindet sich die Beleuchtung des Innenraums. Das Schöne daran ist, für das gesamte Fahrzeug gibt es eine LED-Ambientebeleuchtung, die auch noch dimmbar ist. Und das ist wirklich angenehm. Ja, gehen wir hier weiter. Hier haben wir, es war angedacht für einen Kleiderschrank. Das habe ich auch am Anfang genutzt und dennoch auch missbraucht für Versorgungsartikel. Und was will ich sagen? Es passt nicht wirklich viel rein und ich denke, dass ich auf den Kleiderschrank verzichten werde und wirklich dort Regale einbauen werde, um ja, die Verpflegung, den Einkauf zu verstauen, um weiter mehr Stauraumfläche zu bekommen. Dann haben wir hier unseren Kühlschrank und das war für mich auch ausschlaggebend, dass ich hier einen sogenannten Kompressor-Kühlschrank habe und nicht einen Absorber, sondern über Strom gespeist wird mit einem Eisfach. 80 Liter fast dieser und ja, es gibt Modelle von Ventura, die haben einen etwas größeren, den 85 Liter. Aber der 80 Liter ist für 2 Personen völlig ausreichend. Und trotz Strom verbraucht er doch wirklich recht wenig. Hätte ich nicht gedacht. Er ist doch relativ sparsam. In diesem Bereich haben wir dann die üblichen Schubladen für Besteck. Das Schöne daran ist, mit Softeinzug, was nicht zu verachten ist, ist noch der kleine Aufstelltisch, den man im Bereich des, ja, der Pilotensitze nutzen kann, mit dem Tisch in der Dinette oder eben halt als Abstellfläche für das Kochen oder den Abwasch. Ja, aber sehr praktisch. Was haben wir denn noch über
diese Kochzeile? Stauraum. Und Stauraum haben wir hier wirklich genug in diesem Fahrzeug. In diesem Bereich kann man durchaus auch Gewürze aufstellen. Ich habe mich noch nicht richtig sortiert. Ich denke, ich werde das Ganze nochmal umsortieren. Dennoch, was ich kurz erwähnen möchte, aufgrund der Stehhöhe oder der, ja, der Stehhöhe von 1,90 Meter und meine Größe von 1,85 Meter, sieht man, ist nicht gerade sehr viel Platz hier zwischen. Und Lernen durch Schmerzen. Man kann sich irgendwann anpassen, aber für mich ist die Höhe eher suboptimal. Ich habe mich doch schon mal das ein oder andere Mal dran gestoßen. Das war es eigentlich schon für den Bereich der Küchenzeile, aber was ich in diesem Zusammenhang gleich noch mit erwähnen möchte, ist in diesem Fahrzeug die Bedienpanel. Ich habe hier auf der Seite das Main Bedienpanel für die gesamte Elektrik und Gebrauchwasser und Nutzwasser. Ich habe hier einmal die Möglichkeit, mir anzeigen zu lassen, wie ist denn der Stand der Aufbaubatterie. Ja, ich habe jetzt mittlerweile 4 Tage, bin ich autark, und ich habe noch 1/3 voll, der müsste jetzt mal an Strom. Ich habe noch keine Solaranlage. Dann für das Fahrzeug die Batterie. Hier haben wir die Anzeige für den Frischwassertank. Hier oben sind Service-Anzeigen. Das heißt, ist die Aufbaubatterie wirklich low, wird dieses aufleuchten, oder auch die Fahrzeugbatterie. Hier haben wir den Füllstand, wenn bezüglich des Frischwassertanks, und hier Abwassertank. Diese beiden Anzeigen sind, wenn das Fahrzeug fährt und über die Lichtmaschine die Aufbaubatterien gespeist werden. Und hier zeigt es an, wenn ich an Landstrom bin, kann ich hier prüfen, bekomme ich auch die nötige Spannung. Hier für die Wasserpumpe einzuschalten, und dieses ist letztendlich das Einschalten des Lichts für die Außenbeleuchtung. Rechts nebendran wurde noch ein USB-Anschluss 5 Volt 3 Ampere verbaut, und hier die Truma Dieselheizung. Ja, doch, zeigt es an. Dieses kann auch über die App gesteuert werden. So. Und hier nochmal der Stauraum über dem Fahrzeugbereich, oder besser gesagt Fahrer- und Beifahrerbereich, was ich momentan nutze für Handtücher etc. Kann man aber auch den Tisch der Dinette verstauen. WC und Bad. Eigentlich nichts Weltbewegendes. Das WC ist ausgerüstet mit einem Wasserhahn, den ich auch gleichzeitig als Duschkopf nutzen kann. Eine Auffangschale, Stauraum im Bereich unteren Schrank und oben mit Spiegelschrank. Auch völlig ausreichend. Keine Dachluke, aber ein Entlüftungspilz. Dafür haben wir aber in dem Bereich unser Aufstellfenster, was ich für mich persönlich ja lieber habe als eine Dachluke. Dann haben wir unsere Chemietoilette. Die Chemietoilette ist grundsätzlich gut zu nutzen, aber die Sitzhöhe gefällt mir nicht wirklich. Ich bin schon 1,85 Meter und habe Probleme beim Sitzen, wirklich mit den Füßen angenehm auf dem Boden zu stehen. Für kleinere Leute ist es vielleicht sogar noch unangenehmer. Und daher habe ich mich entschieden, hier etwas zu verändern. Ich werde wohl hier eine sogenannte Trockentrenntoilette einbauen mit einer angenehmen Sitzhöhe. Und jetzt zeige ich euch noch kurz, was ich mit dem Vario-Bad meine. Wir haben hier im vorderen Bereich noch eine zusätzliche Duschwanne, die jetzt mit so einer Holzplanke Boden abgedeckt ist, die man dann hier oben in diesem Bereich des Bettes verstauen kann. Ich werde das jetzt mal so weit vorbereiten, dass ihr dann anschließend die Funktion des Raumbads sehen werdet. Bis gleich. Schwuppdiwupp, was soll ich sagen, ist die Platte weg, und jetzt sehen wir auch die
Duschwanne hier. Und jetzt zeige ich euch quasi, was ich meine, dass man hier in diesem Ventura 600L Baujahr 21 wirklich gemütlich duschen kann. Hier oben ist ein Verriegelungsmechanismus. Den muss man lösen und dann drückt man quasi, und jetzt seht ihr schon, dass ich diesen gesamten Raum gewinne, den ich dann zum Duschen nutzen kann. Ich hänge hier oben meinen Duschkopf ein, ich nutze den Vorhang und ziehe ihn einmal komplett hier rum und kann dann wirklich ganz gemütlich hier drin stehen. Hat man doch ein wirklich geräumiges Bad zum Duschen. Was natürlich auch erwähnenswert ist, ist, dass ich natürlich diesen Duschkorb im Sommer durch das Aufstellfenster nach draußen leiten kann und mich auch draußen gerne mal abduschen kann. Viele kann's, aber ja, es funktioniert und es macht Spaß. Und jetzt baue ich das Ganze nur mal eben schnell wieder zurück. Ja, jetzt habt ihr quasi den Bereich des Eingangs, nämlich die Küchenzeile und auch die Bedienpanels kennengelernt, sowie das Vario Raumbad. Und jetzt wird es an der Zeit, dass ich euch mal den Schlafbereich vorstellen werde. Seid gespannt! Ja, und hier haben wir unseren Schlafbereich. Was ist dazu zu sagen? Bevor ich euch gleich zeige, wie man dieses Bett umbauen kann zu einer sogenannten Lounge-Funktion. Wir haben uns entschieden für Längsbetten. Es gibt auch Varianten des Venturas mit jeweils Querbetten, aber wir wollten einfach nicht mehr übereinander wegsteigen, falls man mal aufstehen möchte oder eben halt auch auf die Toilette muss in der Nacht, haben wir uns für die Längsbetten entschieden und wir sind total begeistert. Hier in diesem Bereich haben wir auch die ganzen Staufächer. Also, wie schon anfangs erwähnt, das Fahrzeug besitzt wirklich angenehm viel Stauraum. Dann haben wir in den hinteren Bereich jeweils auf der rechten und linken Seite zwei Aufstellfenster und im hinteren Bereich auch noch zwei Aufstellfenster. Ja, und ich würde sagen, ich baue jetzt mal kurz das Bett um in die sogenannte Lounge-Funktion. So sieht es aus, wenn das Bett umgebaut ist zu einer sogenannten Lounge-Funktion. Die liebe ich einfach. Ja, wir haben einmal die Möglichkeit, das Bett in diese Richtung mit dem Blick zu den Türen aufzuklappen. Und ja, jetzt stellt euch vor, ihr würdet an irgendeinem See oder Meer stehen, mit Blickrichtung nach hinten raus, und ihr könnt die Türen aufmachen und hier ein wenig chillen, was man oder was ich auch umbandig gern mache. Ja, und das möchte ich euch mal kurz zeigen, wie das aussehen könnte. Und bei 1, 2, 3, ich liebe das Videoschneiden, wie schnell das sowas geht. Ja, und dann sitzt man hier, und das mache ich öfters, arbeite am Laptop, lese ein Buch, relax einfach und mit der Aussicht nach draußen, jetzt Richtung Wald und Wiesen, aber auch am Wasser, wirklich sehr, sehr schön. Ja, was soll ich sagen? Das Ganze kann man natürlich auch mit dem Bett umgekehrt machen. Ich habe die Möglichkeit, die Lounge-Funktion in den Innenraum zu richten und dies herunterzulassen und habe dann ein Lounge-Sofa ins Fahrzeug, was ich sehr oft auch nutze, gegen Abend hin, um eventuell bei miesem Wetter mal einen Film zu schauen oder eben halt auch dort am Laptop zu arbeiten. Ja, und schwuppdiwupp haben wir es wieder umgebaut zu einer Liegefläche. Natürlich auch mit der gigantischen Aussicht nach hinten, wenn man die Hecktüren aufmacht. Na, habe ich zu viel versprochen? Das ist doch schon eine geniale Aussicht nach hinten raus, oder? Aber auch das Umgekehrte nach innen rein, dieses Lounge-Sofa oder die Lounge-Sofa-Funktion, die genieße ich einfach abends. Oder wir. Ja, ich denke, hier drin ist alles gesagt worden. Und jetzt begeben wir uns nach draußen und ich zeige euch mal die Heckgarage vom Buddy, den Ventura 600L. Lasst euch überraschen. Bis gleich. Ja, und schon sind wir hinten in dem Heckbereich des Ventura 600L von Buddy.
möchte euch jetzt mal kurz die Heckgarage vom Buddy vorstellen, quasi das Raumwunder. Ich habe ja erwähnt, dass wir auch den hinteren Bereich als Lohnsofa umbauen können und das machen wir jetzt nochmal gemeinsam. Dazu das Lohnsofa anheben, die Ausstellfüße arretieren und schwuppdiwupp ist die Funktion gegeben. Und jetzt sehen wir auch, welche Ausmaße und Raum zur Verfügung steht im Heckbereich in der Heckgarage von dem Ventura 600L. Um ein wenig mehr im Detail zu gehen, gehe ich jetzt auf eine andere Kamera und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Jo, andere Kamera. Und jetzt gehen wir ein bisschen ins Detail. Was macht denn diese Heckgarage, dieses Raumwunder wirklich aus? Zuerst, ich erwähnte, dass ich keine 11 Kilo Gasflaschen mehr mit mir rumschleppen muss, die durchaus in verschiedenen Kastenwagen in dem Bereich ihr Platz finden oder in dem Bereich. Des Weiteren hat Ventura den Frischwassertank versetzt, nämlich der zuvor in der Seite verbaut war, hat man jetzt hier im Boden verbaut. Das Schöne daran ist, man kommt wirklich unkompliziert daran. Man kann ein leichtes das Wasser ablassen und der Schwerpunkt hat sich verlagert. Das Volumen dieses Frischwassertanks beträgt ca. 105 Liter. Vom Abwassertank habe ich noch gar nicht erwähnt. Ist es so, dass der 85 Liter Fassungsvermögen hat. Was zu erwähnen ist bei diesem Frischwassertank, ist, dass er auch beheizt ist. Was ich auch erwähnen möchte, ist das, was ich vorher erwähnt hatte im Fahrzeug, dass dort hinten noch Stauraum ist, neben dem Einlass von der Gasflasche. Des Weiteren befindet sich hier hinter ein Riesenstauraum, der 0, nichts geöffnet ist und dort befindet sich zurzeit mein Jotti Gasgrill, den ich auch wirklich lieben gelernt habe. Und noch zusätzlicher Stauraum. Na, so. Aufgrund dessen, dass wir keine 11 Kilo Gasflaschen mit uns rumführen und der Abwassertank im Boden versetzt ist, habe ich hier natürlich jetzt mehr Raumgewinn. Und im Maßen sind es circa 1,35 Meter in der Breite und in der Tiefe, circa hier bis zu dem Regal. Und das misst eine Tiefe von circa 1,20 Meter. Das heißt, hier im vorderen Bereich habe ich noch gute 35, 40 cm Gewinn. In dem Bereich habe ich sogar die Möglichkeit, mein Fahrrad von 27 Zoll mitzunehmen. Ich habe mir jetzt allerdings ein Mountainbike mit 29 Zoll zugelegt und das passt so nicht mehr rein, aber ich montiere das Vorderrad ab, habe hier dann eine Vorrichtung mir gebaut und kann dann das Vorderrad hier ganz normal verstauen. Aber hier das Regalsystem von Ralf Ganter aus Willingen, mehr als zufrieden, das ist alles jetzt schon drin, das was ich immer mitnehme. Und wenn man sieht, wie viel Stauraum jetzt hier noch ein zur Verfügung steht, kann ich nur sagen, hat der Ventura 600L wirklich immens viel Platz in der Heckgarage. Ich denke, wir bauen jetzt noch mal eben kurz das Bett um und dann berichte ich noch von dem Rest des Fahrzeugs. Das war schnell gemacht, der Umbau, und was noch zu erwähnen ist, ist wirklich nicht mehr viel. In dem oberen Bereich hier ist die Kurbelstange für die Thule Beschattungsanlage integriert und befestigt. Des Weiteren, angenehme sind hier verbaute Lautsprecher, die mit dem Radio von vorne verknüpft sind. Habe hier noch zusätzlich Stromanschluss, hier 230 Volt, habe hier eine LED-Leselampe, sowohl hier auf der linken als auch auf der rechten Seite mit jeweils zwei USB-Anschlüssen. Genau, da haben wir sie auch. Auf dieser Seite der Lautsprecher und
noch ein 12 Volt Anschluss. Dort vorne am Fußende, für uns das Fußende, haben wir noch zwei Seitentaschen. Jetzt im Nachhinein möchte ich sie nicht mehr missen, denn dort verschwindet der ganze Kleingruscht wie Fernbedienung, gewisse Ladekabel für Handy etc. pp. Und es ist aufgeräumt und verräumt vor allem. Ja, jetzt sind wir schon am Ende des Videos. Der kleinen Raum Room Tour, so nennt man das ja auch, von dem Buddy, dem Ventur 600L. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann würde ich mich wirklich über jeglichen Kommentar in den Kommentaren freuen. Ich beantworte sie auch. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn es dem so ist, dann lasst doch einfach einen Daumen oben. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video von mir und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Video, euer Ingo. Ciao!